Hallo ihr lieben Cannstatter, ich sitze hier in Sophies Brauhaus und neben mir sitzt die Julia. Hi. Und die Julia macht auch Öffentlichkeitsarbeit für Sophies Brauhaus, kellnert hier auch. Und seit wann gibt es Sophies Brauhaus hier in Bad Cannstatt? Seit letztem Jahr im Februar haben wir mit Verzögerung eröffnen können. Schön, dass ihr da seid. Es ist ja wirklich cool. Es ist ein richtig cooles Brauhaus, wie ihr seht. Bilder an der Wand, Holz. Es gibt leckeres Bier. Prost. Was gibt's noch? Ja, wie gesagt, unser selbstgebrautes Bier. Das wird gebraut in der Stadtmitte. Da haben wir auch unser erstes Lokal. Ihr braucht das selber. Das, wird das selber ist euer gebraut. Eigenes Bier. Genau. Das heißt, es gibt so einen richtigen Braukessel. Den sieht man auch. Der ist auch im Gastraum in der Stadtmitte. Kann man auch dem Brauer mal über die Schulter schauen. Wir bieten auch Brauereiführungen an. Oh, klasse. Kann man dann wirklich auch mal ganz das nah Das ist dann dabei das Sophies Brauhausbier. Das ist unser Sophies Helles. Sophies Helles. Wir haben aber auch dunkles Bier, Schwarzbier. Wir haben auch Hefeweizen und immer mal wieder Aktionsbiere. Zum Beispiel das India Pale Ale war am Anfang nur ein Aktionsbier, ist jetzt aber so beliebt, dass wir es auch in die Karte mit aufgenommen haben. Es wird gern getrunken. Dann haben wir immer mal wieder, je nach Saison, haben wir auch mal das Maibock-Bier, so ein bisschen stärkeres Bier. Oder an Weihnachten, zur Weihnachtszeit, ist ein Weihnachtsbier. Das ist dann eher ein dunkleres Bier, sehr süffig auch. Neben dem Bier gibt es bestimmt auch was zu essen. Ja, wir haben eine sehr leckere schwäbische Küche. Dabei gibt es auch immer mal wieder kulinarische Ausreißer mit unserem Mittagstisch. Da haben wir zum Beispiel auch mal ein indisches Putencurry. Oha. Oder italienische leckere Nudeln selber gemacht. Also wir sind schon im Grunde schwäbisch und okay. Bürgerlich mit einem richtigen Zwiebelroschbraten und Spätzle. Also satt wird mir auf jeden Fall. Typisch Brauhäuser, große Teller. Genau, gute Portionen. Gute Portionen. Im Moment ist ja jetzt noch nichts los, wir sind jetzt auch hier ja am Morgen. Aber ihr könnt, ich schwenke das mal rüber, ihr könnt auch, hallo. Ihr könnt auch draußen sitzen. Aktuell regnet es, aber der Frühling hat ja begonnen. Und da kann man wunderschön im Felgerhof auch draußen sitzen. Genau, was wir auch vorhaben, in diesem Frühjahr. Möchten wir die Terrasse erweitern. Da gibt es dann mehr Bänke, mehr Stühle und ganz schöne Stellen mit dem Brunnen, dass man da dann auch richtig hübsch sitzen kann. Ja, ich muss auch wirklich so ein richtig lauschiges Bettchen. Das ist der historische Felgerhof, der erzählt ja auch schon seine Geschichte. Ja, das ist wirklich hübsch. Also das ist auch so, im Sommer ist es wirklich richtig kuschelig und gemütlich. Freue ich mich auch auf die Sommerzeit. Da ist auch Sommer ist mehr Bierzeit, oder? Auf jeden Fall. Im Sommer kann man sich wirklich ein gutes Radler schmecken lassen. Und sehr kinderfreundlich sind wir ja auch. Und hier ist auch gut, hier ist keine Straße drumherum. Können die Kiddies auch gerne rumspringen und sind immer irgendwo im Blick. Da kann man sich ganz schön austoben und die Erwachsenen können sich das Bier schmecken lassen. Also ihr Lieben, auf in den Felgerhof oder hier rein, wenn es regnet, wie heute in Sophies Brauhaus, gibt es selbstgebrautes, leckeres Bier und original schwäbische Küche und auch noch kinderfreundlich. Was will man mehr? Bis Prost, bald. Liebe Julia. Prost, ihr lieben Cannstatter. Ja. Hallo ihr Lieben, ich habe mich jetzt gerade noch mal in die Küche vom Sophies Brauhaus geschlichen und habe die Mirella gefunden. Hallo. Hallo Mirella. Mirella, du kochst hier? Ja. Was ist das Liebste, was du kochst? Was ist dein Lieblingsessen? Alles. Alles? Ja, ich koche sehr mit Leidenschaft. Du kochst mit Leidenschaft? Ja. Was essen die Gäste am liebsten? Querbeet durch, so Schnitzel mit Pommes natürlich in unserem Brauhaus. Okay. Käsespätzle, die hausgemachten. Du machst selber Käsespätzle? Ja. Braumeisterschnitzel mit Speck und Zwiebelsalat, ganz lecker. Unseren Rostbraten, auch mit Bratkartoffeln. Super. Du kommst eigentlich aus Italien? Ja. Italienisches Feeling für die leckere Käsespätzle. Genau. Nee, der Italo-Schwabe. Der Italo-Schwabe. Also, liebe Grüße aus der Küche vom Sophies Brauhaus. Tschüss. Ich habe hier gerade noch einen Geheimtipp erfahren. In diesem Bier ist weniger Kohlensäure und deswegen? Es ist viel süffiger und man kann da schon ein Glas mehr trinken vielleicht. Das machen wir jetzt. So, und jetzt bin ich am wichtigsten Platz am Haus und zwar hinter der Bar bei Huso. Huso ist auch schon ein geiler Name. Wie kann man Huso heißen? Da muss man den ganzen Tag Huso trinken. Ja, genau. Wir trinken aber nicht Huso, sondern?
Hausgemachter Bierschnaps. Hausgemachter Bierschnaps, was heißt das? Was ist da drin? Das ist Bierlikör mit Schweizer Bier gefüllt. Dir ist aber schon klar, dass wir es im Moment hier nicht die Uhrzeit ist. Ist uns egal, oder? Ist egal, die Bierschnaps also, geht immer. Geht immer. Ja. Bierschnaps geht immer, hausgemacht Prost. Und? Hausgemacht, Prost. Prost. Prost.